Also, ihr habt Glück. Ich habe irgendwie total Spaß daran, Tutorials zu machen. Ja, deswegen mache ich heute schon wieder mal eins zum Thema, wie kann ich Spinning machen, ohne dass mir ständig schwindelig wird. Ich finde, das ist eine super wichtige Sache, weil erstmal wird mir auch immer schwindelig. Und gerade wenn man anfängt mit dem Rollern, ist es so, dass viele Tricks einfacher sind, wenn man sich eben immer mitspinnt, also mit dem Reifen mitdreht. Und da tritt eben das Problem auf, dass man irgendwie so nach der dritten, vierten Umdrehung so denkt, so okay, meine Welt dreht sich. Ja, und da mache ich jetzt mal ein kleines Tutorial, was hilft gegen Schwindel. Dahinter sind jede Menge Hühner, die gucken mir alle zu. Sehr witzig, die ganzen Hühner. So, ich zeige einmal, was ich meine. Also, Spinning ist diese Geschichte, dass man sich eben halt permanent mitzieht. Das ist am Anfang eben halt auch einfacher, wenn man Chest Hooping macht. Ja, und was kann ich machen, damit ich nicht nach dem dritten Mal umkippe? Also, was kann ich gegen Schwindel tun? Den ersten Tipp, den ich geben kann, ist, wenn ich zum Beispiel Chest Hooping mache oder auch Waist Hooping, dass ich mich auf den Reifen konzentriere, das heißt den Blick nicht auf den Boden richte, weil wenn ich auf den Boden gucke, dreht sich das alles viel schneller, als wenn ich meinen Blick auf den Reifen konzentriere. Deswegen ist, wenn der Reifen sich jetzt dreht, dann sehe ich ja, wann er an mir vorbeikommt und ich gucke quasi die ganze Zeit immer nur auf den Reifen. Der Reifen dreht sich im Verhältnis langsamer und dadurch wird mir nicht so schwindelig. Andere Möglichkeit ist natürlich, den Blick immer nach vorne zu lassen und diese Geschichte machen, wie beim Tanzen. Aber ich finde, das sieht nicht so schön aus, wenn ich immer was fixiere. Also daher gucke ich, dass ich mich halt letztendlich auf den Reifen konzentriere, weil der im Verhältnis zum Boden langsamer läuft. Ein weiterer Tipp ist, den ich euch ans Herzen legen kann, der mir hilft, das ist die Atmung. In dem Moment, wenn man anfängt, sich zu drehen und es wird einem schwindelig, dann wird der Atem schneller und unregelmäßiger. Und man atmet nicht mehr so tief. Ich kenne das eben halt aus dem Yoga, dass gerade wenn man spinnt, also ich habe das da abgeleitet, mir hat es geholfen, dass man wirklich ganz bewusst langsam tief ein- und tief ausatmet. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern das wirklich in den Bauch rein macht. Also natürlich nicht so laut. Das kann man auch für sich machen. Und in dem Moment, wenn ich merke, dass mir schwindelig wird, wirklich mal einen ganz bewussten Atemzug nehmen. Tief ein und wieder ausatmen. Dann kann man den Schwindel auch wegkriegen. Wenn gar nichts mehr hilft und ich komme aus dem Reifen und bin total schwindelig, auf der Stelle hüpfen. Das erdet. Dann ist der Schwindel auch schneller wieder weg. Sieht natürlich bei einer Performance blöd aus, wenn ich die ganze Zeit spinne und dann wird mir schwindelig und dann mache ich. Hilft aber, wenn einem wirklich total ditschig ist, dass sich das dann regelt, wenn man dann eben einmal hoch und runter springt. Ja. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, so ein bisschen gegen den Schwindel zu gehen. Ansonsten ist es natürlich eine Übungsfrage, wie alles. Und dann viel Spaß, bis zum nächsten Tutorial. Ciao, ciao.